kann man in Sims durch Stehlen reich werden? Wir testen heute, wie lange es dauert, bis man 100.000 Simoleons nur durch Stehlen verdient. Unsere Hauptperson heute, das bin wieder ich, Ellie. Und heute werde ich zur Verbrecherin. Und das ist unser Zuhause. Wir leben auf einem Trailerpark in Del Sol Valley und haben 0 Simoleons. Außerdem ist meine Schelmfähigkeit auf Level 10, damit wir gleich von Beginn an die richtig wertvollen Dinge mitgehen lassen können. Es ist Montag, 7 Uhr, Tag 1 beginnt jetzt. Als erstes bin ich gleich zur Nachbarin gegenübergereist und die empfängt uns gleich. Wir kommen an und sie stirbt? Leute, ich schwör's, ich habe sie nicht getötet. Sie ist einfach an Altersschwäche gestorben. Aber kann sie uns noch die Tür aufmachen? Leider nein, hier wohnt niemand mehr. Ellie ist jetzt zwar sehr traurig, aber davon lässt sie sich natürlich nicht unterkriegen. Wir sind schon im Garten der nächsten Nachbarn und klopfen dort gleich mal an die Tür. Komm rein! Und jetzt chillen wir hier im Wohnzimmer mit Christopher. Hier ist auch seine Frau Rita. Wir werden uns jetzt einfach gleich mal entschuldigen und sagen, wir müssen auf die Toilette. Und während niemand hinsieht, wird Ellie jetzt diesen Fernseher versuchen zu stehlen. Und wir haben erfolgreich den ersten Gegenstand mitgehen lassen, ohne dass es jemand bemerkt hat. Nun müssen wir 4 Stunden warten, bis wir wieder stehlen können, aber das ist natürlich kein Problem. Die wertvollsten Sachen befinden sich leider eindeutig hier. Wir haben einen Computer, noch einen Fernseher, einen Lautsprecher, aber leider ist auch die gesamte Familie hier. Wie wär's mit diesem Sofa? Ellie, let's go! Und schon wieder haben wir was geklaut und niemand hat es bemerkt. Wir können wieder stehlen und niemand ist im Wohnzimmer. Schnell, Ellie, wir brauchen diesen Computer. Und nun haben wir auch den Computer. Dritter Gegenstand, check. Nun haben wir schon eine Abklingzeit von 8 Stunden. Und es ist auch schon mitten in der Nacht. Die Familie Volkov lassen wir erstmal in Ruhe. Die erste Nacht ist schon fast vorbei, aber bevor wir Tag 1 für beendet erklären, lassen wir hier noch schnell diese Bank mitgehen. Und das ist unsere Ausbeute vom ersten Tag. Ein Fernseher um 1475 Simoleons, ein Sofa um 500 Simoleons, ein Computer um 3360 Simoleons und die Parkbank um 225 Simoleons. Das macht insgesamt 5560 Simoleons. Und Tag 2 beginnt jetzt. Als erstes sind wir heute in diesem fancy Fitnessstudio. Hier steht ein unbeaufsichtigter Computer, den nehmen wir gleich mal mit. Und dann möchte ich noch diese Bank hier. Und hier sind 2 Computer ganz allein, die holen wir uns auch noch. Zuerst den ersten und jetzt nur 8 Stunden warten. Dann können wir uns auch den zweiten holen. Hier laufen die ganze Zeit Leute vorbei. Ich hoffe echt, es bekommt niemand mit, denn jetzt klären wir auch noch PC Nummer 2. Sie ist die beste Verbrecherin der Welt. Und zum Abschluss um 3 Uhr früh klauen wir uns noch diese Bank. Hier im Fitnessstudio hatten wir jetzt leider nicht so viel Auswahl, aber Ellie ist glücklich und dann bin ich es auch. An Tag 2 haben wir 3-mal diesen leistungsstarken PC um jeweils 4000 Simoleons ergattert. Und außerdem 2-mal dieses Sofa um 700 Simoleons. Das bedeutet, wir haben 3400 Simoleons verdient. Tag 3 beginnt jetzt. Und wir sind wieder auf dem Weg zu den Volkovs. Denn die haben noch einen Fernseher, den ich wirklich gerne hätte. Christopher und Rita tanzen hier gerade im Wohnzimmer, aber wir schalten einfach die Musik ab. Können wir noch irgendwo anders Musik machen? Wir könnten sie einfach ablenken. Jetzt ist nur noch Christopher da. Und Christopher geht auch raus. Perfekt. Ellie, lauf ganz schnell da rein. Und jetzt klauen wir den Fernseher. Perfekt. Es hat geklappt. Ein bisschen doof sind die Volkovs aber schon. Niemandem fällt auf, dass wir hier ihr gesamtes Haus leer räumen. Bevor wir weitergehen, klauen wir hier noch diese Jukebox. Und unser nächster Stopp ist diese Lounge. Das hier sieht ja schon mal alles richtig fancy aus. Ich hoffe, wir können hier jede Menge Dinge stehlen. Ich sag's wie es ist, ich hätte sehr gerne dieses Klavier. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Oh no, wir wurden entdeckt. Dass wir da jetzt erwischt werden, war klar. Aber zumindest kommen wir nicht ins Gefängnis, oder? Diese Lounge ist ja ein Kino. Ich will diesen Fernseher. Hier ist ja auch absolut niemand. Let's go, Ellie! Und den zweiten Fernseher brauchen wir natürlich auch.
Aber da müssen wir erstmal 4 Stunden warten. Und auch der zweite Fernseher gehört uns. Unsere Ausbeute an Tag 3 war einmal der Flachbildfernseher der Volkovs um 2559 Simoleons. Außerdem haben wir ihr Radiogramm geklaut um 1200 Simoleons. Aber den größten Gewinn haben wir im Kino gemacht. Die Kinoleinwände waren nämlich jeweils 10.000 Simoleons wert. An Tag 3 haben wir somit 23.795 Simoleons verdient. Insgesamt sind wir also schon bei 42.755 Simoleons. Wenn das so weitergeht, brauchen wir nicht mal eine Woche. Tag 4 beginnt jetzt. Bis jetzt haben wir uns immer nur hier unten aufgehalten, aber es wird Zeit, dass wir auch der High Society mal einen Besuch abstatten. Wir besuchen jetzt einfach mal hier die Familie Grusel. Die haben so ein wunderschönes Haus, die müssen doch einfach teure Gegenstände haben. Wir werden jetzt einfach mal an die Tür klopfen. Und wir sind drinnen. Da ist ein Klavier, Ellie. Als erstes klauen wir gleich mal dieses Klavier. Ich weiß, wir haben mit einem Klavier schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber diesmal wird es anders. Sehr gut, der erste Gegenstand ist in der Tasche. Und als nächstes möchte ich dieses Bild. Ich möchte für immer in diesem Haus bleiben. Alles ist so wertvoll. Haben Sie eigentlich auch einen Safe? Hier ist der Safe. Aber er ist leer. Dafür haben Sie hier unten auch ein Kino. Ellie, du schaust dir da jetzt einen Film an. Und wenn die 8 Stunden vorbei sind, dann klaust du wieder die Kinoleinwand. Was ist denn Kino ohne Popcorn? Viel besser. Jetzt kann sie den Film richtig genießen. Aber jetzt hast du genug gechillt. Wir haben eine Mission. Ellie, das hast du toll gemacht. Und zum Abschluss nehmen wir noch dieses Gemälde mit. Ich hoffe, das war wertvoll. Und an Tag 4 haben wir als erstes diesen Flügel geklaut. Wert ist der 1415 Simoleons. Dann haben wir ein Gemälde von Vladislaus geklaut. Das war 2890 Simoleons wert. Weiter ging es mit der Filmleinwand. Die ist eine kleine Enttäuschung, denn die ist tatsächlich nur 2500 wert. Aber dafür ist das letzte Porträt eine positive Überraschung. Das ist nämlich 3155 wert. Somit haben wir an Tag 4 9960 verdient. Insgesamt sind wir nun bei 52.715. Tag 5 startet jetzt. Und als erstes schauen wir heute hier in die Oper. Wow, das ist ja mal ein großartiges Gebäude. Da wäre wieder dieses wertvolle Gemälde. Aber da sind viel zu viele Menschen. Von Bailey, kannst du bitte gehen? In der Zwischenzeit klauen wir hier einfach mal dieses Sofa. Und ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber es sieht so aus, als hätte es mal einer reichen Person gehört. Und dann muss es doch viel wert sein. Jetzt steht hier unten auch noch ein Türsteher. Wir kommen niemals an die Gemälde. Aber in der Zwischenzeit klauen wir hier oben einfach noch dieses Sofa. Und dieses Gemälde sieht auch ganz wertvoll aus. Und zum Abschluss nehmen wir einfach noch diese Statue hier mit. An Tag 5 haben wir zuerst dieses Sofa für 4000 Simoleons geklaut. Weiter ging es mit diesem Filmklassiker-Andenken. Das war ein Totalreinfall, nur 80 Simoleons. Dann haben wir noch ein zweites Sofa für 4500 Simoleons, ein Wandgemälde für 3370 und diese Statue für 1015. An Tag 5 haben wir also 65 verdient. Und insgesamt sind wir nun bei 65.680. Tag 6 beginnt jetzt. An Tag 6 werden wir uns nun wieder in die Hills von Del Sol Valley wagen. Bei der Familie Grusel waren wir jetzt ja schon, dann geht es weiter zu den Landgrafs. Und hier sind wir und werden gleich von Jerome und Gus begrüßt. Hallo, ihr kleinen Menschen. Wir tun euch nichts, wir wollen nur eure Eltern beklauen. Sieht so aus, als wäre nur Malcolm zu Hause und der ist hier beschäftigt. Das ist sehr gut, dann können wir uns in Ruhe umschauen. Und hier haben wir gleich mal einen Computer, der nicht mehr aufsichtigt wird. Den nehmen wir gleich mal mit. Und in diesem Zimmer ist gleich noch ein Computer. Den brauchen wir natürlich auch. Und dann klauen wir auch noch diese Stereoanlage. Und endlich ist niemand mehr im Wohnzimmer. Schnell, Ellie. Wir brauchen auch noch den Fernseher. Tag 6 ist eigentlich schon vorbei, aber bevor wir nach Hause gehen, klauen wir auch noch schnell diesen Computer hier. Oh nein, wir wurden erwischt, aber hier ist doch gar niemand. Hä? Wer hat uns gesehen?
Ellie ist beschämt, weil sie beim Stehlen erwischt wurde, aber es ist niemand hier. Wir reisen einfach nach Hause. An Tag 6 haben wir einmal diesen Top-Secret-Computer um 5400 Simoleons geklaut. Außerdem diesen Ghostwriter-Desktop um 10.000 Simoleons. Weiter ging's mit dieser Stereoanlage um 950 und dann noch diesen Flachbildfernseher um 3500. An Tag 6 haben wir also 19.850 verdient. Und insgesamt haben wir nun 85.530. Und Tag 7 beginnt jetzt. Als erstes reisen wir heute hier in dieses Museum, denn ein Museum bedeutet viele Kunstwerke und viele Kunstwerke bedeuten viel Geld. Und das ist das Museum. Wow! Wir haben hier jede Menge unterschiedliche Stockwerke. Auf dich falle ich nicht nochmal rein. Du bist nur 80 Simoleons wert. Und außerdem sogar noch zwei unterschiedliche Keller. Ich hätte gern diese Statue, aber wir kommen da leider nicht ran. Dann beginnen wir einfach mal mit diesem Sofa hier. Und jetzt klauen wir noch diese Statue. Ich hoffe, sie ist viel wert. Und jetzt auch noch diese Statue. Irgendwie ist bei den Statuen die Abklingzeit immer sehr gering. Ich glaube, das heißt, die waren nicht viel wert. Und nun wagen wir uns zur reichsten Familie von ganz Del Sol Valley. Wir starten den Bailey Moons einen Besuch ab. Und wir klopfen einfach gleich mal an die Tür. Ellie, wohin gehst du? Das ist, glaube ich, nicht die Eingangstür. Aber Ellie, du bist großartig, hier ist der Safe. Wir gehen einfach gleich mal rein und klauen dieses Gemälde hier. Und am besten bleiben wir einfach hier und klauen alles. Jetzt klauen wir dieses Gemälde und jetzt auch noch das hier. Und bevor wir nach Hause reisen, auch noch das hier. Und an Tag 7 haben wir als erstes dieses strahlende Sofa um 900 Simoleons geklaut. Weiter ging es mit dieser Statue um 250, dann mit dieser Statue um 1510, dann das Porträt von Lady Mimsy um 3155, weiter ging es mit diesem Landschaftsgemälde um 8000, dann noch dieses Gemälde um 7500 und dann noch das Porträt von Lord Bernard um 3155. An Tag 7 haben wir also 24.470 Simoleons verdient. Und insgesamt bedeutet das, wir haben 110.000 Simoleons und die Challenge somit abgeschlossen.